Okay. Der Bruder hat eben eine Frage gestellt. Na. Der Bruder hat eben eine Frage gestellt wegen Isbel. Das heißt, darf das Untergewand über die Knöchel sein? So. Da findest du dann Leute, die sagen, das ist nur Haram, wenn es mit Hochmut geschieht. Und Leute, die sagen, das ist nur Haram, das ist Haram, wenn es ohne Hochmut geschieht. Und wenn es mit Hochmut geschieht, ist es noch schlimmer. Liebe Geschwister, was sagen wir jetzt? Wie antworten wir jetzt? Sagen wir jetzt, ja, aber Sheikh bin Bess hat gesagt. Sagen wir jetzt, ja, aber Sheikh al-Albani hat gesagt. Bruder, ich möchte euch erziehen. Ich möchte euch erziehen, oder ich möchte, dass wir uns gegenseitig erziehen, Koran und Sunna zu folgen. Okay. So. Allah sagt im Koran, in Sure 4, Vers 59, und diesen Vers müsst ihr euch merken. فَإِنْتَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr eine Sache, eine Meinungsverschiedenheit habt, dann führt es zurück zu Allah und seinem Gesandten, wenn ihr an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Der Prophet a.s.w. hat gesagt, فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَارَ اِخْتِلَافٍ كَثِيرًا. Wer von euch lebt, wird viele Meinungsverschiedenheiten sehen. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ عَدُّوا عَلَيَّ بِالنَّوَاجِذِ. So haltet euch an meine Sunna und die Sunna der rechtgeleiteten Khalifen. Beißt auf sie fest mit den Zähnen. So. Dann schauen wir jetzt, was bringt der eine als Beweis, dass er sagt, das ist nur mit Hochmut. Und was bringt der andere als Beweis, dass er sagt, das ist sowohl mit als auch ohne Hochmut. Es gibt einen Hadith, wo Abu Bakr, radiallahu anhu, immer wenn sein Untergewand ihm unter die Knöchel rutscht, er das hochzieht. Dann sagt der Prophet zu ihm, du machst das nicht aus Hochmut. Deswegen sagen einige, damit ist nur aus Hochmut gemeint. Okay? So. Wenn wir uns den Hadith angucken, hat Abu Bakr danach aufgehört, das Gewand hochzuziehen? Er hat es weiter hochgezogen. Er hat es weiter hochgezogen. Aha, also können wir das nicht, das Verständnis von Abu Bakr, nicht verstehen als einen Ausschuss, dass das nur mit Hochmut gemeint ist. Sondern wir können das verstehen, dass das mit Hochmut besonders schlimm ist. Aber gehen wir zu einem anderen Hadith. In einem anderen Hadith, der in Sunan Abi Dawud steht, der authentisch ist, sagt der Prophet, Izaratul Muslimi ila nisfu saq. Das Untergewand des Muslim ist bis zur Hälfte der Wade. فَلَا جُنَاحَ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. Es ist keine Sünde für der, der es zwischen dem hat und zwischen den Knöcheln. Ja? Ja? Also es ist keine Sünde, wer es hier zwischen hat und zwischen den Knöcheln. Das heißt, ohne zu sagen Hochmut, keine Hochmut. Das heißt, was verstehen wir darunter? Was unter den Knöcheln ist, ist im Feuer. Ja? Und dann sagt er auch, was unter den Knöcheln ist, im Feuer. Und dann sagt er, also er sagt, was unter den Knöcheln ist, im Feuer. Und dann sagt er als Unterscheidung, وَمَنْ جَرَّ إِزَارُ بَطْرٌ لَمْ يَنْذُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ. Und wer sein Gewand aus Hochmut über den Boden, Hochmut schleift, dem wird Allah nicht anschauen. Das heißt, aus diesem Hadith verstehen wir, dass es ohne Hochmut verboten ist und mit Hochmut noch mehr verboten ist. So, das ist unser Verständnis, da soll uns keiner böse sein. Wenn einer trotzdem den Imam Nawawi beispielsweise folgt, der ein großer Gelehrter ist, dann werden wir ihn nicht bekämpfen, wir werden nicht sagen, du bist nicht mehr unser Bruder, wir hassen dich jetzt für Allah, weil du dem Verständnis von einem großen Gelehrten gefolgt bist. Ja? Aber wir wollen den Brüdern, dass sie das am besten praktizieren, und deswegen, mein Ratschlag hier ist, Hose einfach kürzen. Ein bisschen kürzen, geh zum Schneider, kürze ein bisschen. Ach ja, inshallah kriegst du dafür einen Riesenlohn von Allah. Dann Umar al-Khattab, als er im Sterben lag, als er von hinten erstochen wurde und er liegt im Sterben, da kommt ein Junge zu Umar. Und als der Junge geht, sagt Umar, der soll zurückkommen. Dann sagt er, irfa thawbak, mach dein Gewand hoch. Fa'inna ankali li thawbik wa atkala rabbik. Denn das ist sauberer für dein Gewand und gottesfürchtiger vor deinem Herrn. Würde Umar al-Khattab im letzten Atemzug eine Sache, die nur mustahab ist, warum hat Umar al-Khattab nicht gesagt, hey, machst du das aus Hochmut oder machst du ohne Hochmut? No. Das heißt, wenn man auf Nummer sicher sein will, inshallah, und das ist wirklich, man sieht die Beweise, wir reden nicht von unseren Hawa, wir reden von, ich könnte noch andere Beweise bringen, du hast mich jetzt spontan gefragt, ja, das ist jetzt ohne Vorbereitung,
Na, wie gesagt, das ist also eine Sache, die also klar und deutlich ist. So.